Leute, da unten kommt irgendwas hin. Also Restaurant, Kiosk, ist ja auch egal. Auf jeden Fall machen die gerade die Dinger da dran. Ist ja noch nicht mal schlimm genug, dass der mit Schlappen arbeitet, ne? Aber das ganze Ding wackelt und der tanzt da was drauf rum. Und testen Strom? Hier so. Da wird der Kabel da einfach ohne Stecker reingesteckt und dann wird getestet, ob das Ding funktioniert. Kein Stecker dran, ich musste eben zweimal gucken. Der hat den Kabel nur so die Dinger da auseinander gemacht und steckt wieder so rein. Ja, und er balanciert wieder. Das ganze Ding wackelt. Alter Falter, ey. Ich meine, ich bin ja viel gewöhnt, ne? Mein Vater war ja Dachdecker. Aber das mit Schlappen, wenn der da runter knallt, ey. Ja, moin. Bin mal gespannt, wenn da ein Restaurant hinkommt, sind wir die Ersten, die es testen. Ja, wirklich Mut zu haben. Ne? In Deutschland haben wir erstmal die ganze Straße abgesperrt worden, wegen Sicherheit der Spaziergänger und was immer. Und hier. Ja. Und dann. Oh. Also, ich musste das ja jetzt filmen, weil ich einen halben Herzinfarkt gekriegt habe, eben wo der da drauf lang gelaufen ist. Das mit der Steckdose war ja schon schlimm genug. Ja, funktioniert. Da unten ist ja noch die Wohnung frei. Da auch. Und da hatten wir unsere Ferienwohnung. Und da oben, da sollten jetzt Gardinen gemacht werden vor 3 Tagen. Die haben ausgemessen. Die haben nur vergessen, den Hauptschalter irgendwie auszumachen. Das Licht brennt da oben seit 3 Tagen. Ja, entweder kannst du es oder du kannst es nicht, ne? Hier, er geht wieder mit seinem Stecker da hinten hin. Ich glaube da hinten, aber das hatten die eben schon getestet. Ah, ich glaube, gleich gehen wir mal in den Pool.